Und damit willkommen zurück zu Nobus Inceptio. Mittlerweile bin ich 70 Jahre alt und ich wurde freundlich darauf hingewiesen, ich soll doch mal was ganz Spezielles bauen. Ich werde also jetzt hier an dieser Stelle mal was ganz Spezielles bauen. Und ich sehe, jetzt ist auf einmal alles hier orange. Warum auch immer. Wir wollten uns nämlich einen Anvil bauen. Und dafür brauche ich 6 mal... Fire habe ich. Hammer habe ich. Jetzt brauche ich nur noch die richtige Taste. Und irgendwo habe ich da auch... Nix, weil... Nix, weil... Truppe doof. Fuck, wo ist denn das ganze Eisen hin? Ist das noch im Feuer? Hab ich jetzt... Nein. Ach, das war die falsche Taste. Das war auch die falsche. Das war die richtige. Hab ich... Ah, halt, ich habe ja ein Fass gebaut. Da ist das Eisen. Gut, Inventar. So, jetzt bin ich zwar ein bisschen schwerer beladen. Ich gehe im Schritttempo. Ich muss in die Nähe des Feuers kommen. Sonst wird es so schwer. Halt, jetzt muss ich X drücken. Anvil, Anvil, Anvil. Ja. Ja. Ja, Crafting. Denn mit einem Anvil können wir schon bei weitem mehr machen. Mhm. Gucken wir gleich mal, was wir damit machen können. Nämlich Place. Wo platzieren wir den denn mal? Erstmal hier einmal quer durchs gesamte Bild hier. Ich kann ihn eigentlich genau hier vorplatzieren, so in der Nähe des Feuers. Macht auch Sinn. Pick, Repair. Ne, picken will ich jetzt nicht. Aber gut, ich bin in der Nähe von einem Amboss. Auf gut Deutsch, Anvil Amboss. Und damit können wir dann jetzt, was könnte ich denn damit jetzt machen? Armor. Farming. Parts. Parts. Clothes. Leather Pack. Leather. Clothes Pack. Clothes. Wo brauchte ich denn jetzt bei den Waffen? Eine Axt, ein Messer. Habe ich doch alles. Plank, Ingot, Hammer, Brick Pack, Lei, Mortar. Wofür brauche ich denn jetzt den Amboss? Ich glaube, mir fehlen die Waffen dafür, ne? Das kann doch sein, oder? Ich muss jetzt gerade echt mal gucken. Habe ich einen Amboss gebaut? Weil ich eigentlich der Meinung war, man braucht mal einen Amboss. Eine Schaufel. Eine Pickaxe. Die Chemie. Bandagen? Nee. Cooking? Nein. Bisher nichts, wo ich einen Amboss bräuchte. Okay. Hauptsache erstmal einen Amboss gebaut. Jetzt könnte man langsam nach Tag werden. Ah, halt, ich habe noch zu viele der Barren bei mir. Na, wo ist die I-Taste? Da ist die I-Taste. So, die Steine nehmen wir jetzt auch mal nicht mit. Wir können ja noch mal ein bisschen gucken, was wir hier noch so finden. Der Baum ist ja immer noch da. Kann ich den jetzt fällen? Was ist das denn für ein geiler Bug? Jetzt habe ich hier die ganze Zeit einen Baum vor meiner Tür liegen. Ole, ole, ich bin ja begeistert. Wir nehmen mal trotzdem das Messer in der Hand. Wir wissen ja nicht, was uns unterwegs erwartet. Ich wollte nämlich noch ein paar Anomalien suchen und in den Anomalien dann entsprechend nach neuen Rezepten. Problem war nur, ich habe beim letzten Mal gleich ein paar Erze gefunden. Und da konnte ich natürlich dann nicht nein sagen. Und da vorne habe ich schon wieder Erze. Nein, ich will jetzt erst in die Anomalie. Erst in die Anomalie. Erst in die Anomalie. Hier sind sogar gleich drei Anomalien. Das ist natürlich hier. Das bietet nur Novus Inceptio. 3 Anomalien. Selbst wenn es mal wieder länger dauert, dann schnappe ich mir was. Und der Hunger ist gegessen.
So. Also. Hier hinten ist nichts weiter als das. Ich darf halt nicht zu dicht dran, sonst gehe ich auch wieder aus der Anomalie raus. Das heißt also, wir gehen in diese Richtung. Wir können jetzt hier mal wieder schön überall in jeder Ecke gucken, ob wir hier irgendwas finden. Das finde ich macht immer so teilweise am meisten Spaß. Ist aber auch am langwierigsten, die ganzen Anomalien abzusuchen. Da. Ich wäre jetzt beinahe weitergegangen, ohne wirklich in die Ecke zu gucken. Für eine Zwiebel haben sie so eine große Kiste dahingestellt. Das ist eine Mega-Zwiebel. Ja, man sagt auch eine Fukushima-Zwiebel. Okay, der war jetzt ein bisschen schlecht. Ist einfach eine Mega-Zwiebel. Da vorne sehe ich auch schon wieder eine Kiste, die sehe ich schon mal so gleich auf Anhieb. Da, in der Richtung. Aber die ist ja nicht alleine nur hierfür verantwortlich. Hier könnte ja auch noch eine sein. Nö. Aber kein Ding. Der Trollplay, der läuft auch gerne nochmal. Moment. Wo ist jetzt die Kiste? Da. Open. Wasser. Lehm. Leim. Lehm. Leim. Ich bin noch nicht überlagert, das ist auch gut. Oder überladen. Overloaded. Überladen. So. Und dann geht's hier weiter. Jump. Tada! Hier ist auch nichts. Oh, hier ist eine Brücke. Brücke ist immer gut. Meistens steht da irgendwas außen dann noch rum. Schön versteckt. Sag ich doch da. Schön versteckt immer. Aber wieder keine Rezepte. Es ist natürlich dann wieder so ein bisschen so. Ja. Das ist auch. Das muss ich sagen, das ist ein bisschen doof geregelt. Die Rezepte hätten sie auch mal so beispielsweise durchnutzen, dass man die lernt oder irgendwie so. Aber egal. Das hier macht Vertrauen noch mehr. Besonders wenn man jetzt mal guckt. Wartet mal. Ich kann ja gar nicht runterfallen. Und wenn ich jetzt hier in die Ich-Perspektive gehe. Also ich würde sagen, definitiv durchgefallen. Definitiv. Aber dank der tollen Rechenleistung hier von diesem Spiel. Oder beziehungsweise dank der tollen Begleitung des Spiels. Sieht es nur so aus, als ob. In Wirklichkeit kann man da nicht runterfallen. Ich würde es gerne mal probieren. Aber ich glaube, man wird daran gehindert. Ja, seht ihr, ich will hier runter, geht nicht. Tja, kann man jetzt hier wirklich sterben? Klar, durch Wölfe, durch irgendwelche anderen Kreaturen, die dann wahrscheinlich böse sind. Ich habe auch irgendwo mal einen Drachen gesehen auf irgendwelchen Screenshots bei Steam. Wo der jetzt aber insgesamt herkommt, der Drache? Keine Ahnung. Wie es zu dieser Drachenerscheinung gekommen ist? Ich weiß es nicht. Keine Kisten mehr? Und das hier direkt am Ziel? Das ist deprimierend. Hallo? Reagieren, danke. So, das Coole ist auch, dass dann die Zeit immer sehr schnell vorbeigeht. Das kennt ihr vielleicht aus Dragon Ball. Ja, da gibt es ja auch die Kammer der Zeit, oder wie sie sich nannte. Ich weiß jetzt gar nicht. Da ist dann die Zeit außen viel kürzer gewesen als innen. Denn innen ist man dann mal eben so, ja, 500 Stunden drin und draußen war jetzt gerade mal eine Minute vorbei. Die Schneewelt, da hinten war noch was. Ich will endlich Rezepte haben. Keine Kiste, können wir weiter. Ja, ich bin auch mal wieder hier im Livestream, nehme es wieder einen Tag vorher auf. Und, nein, das Laggen kann diesmal bei mir liegen, muss ich dazu sagen. Das liegt aber hier ein bisschen mit an der Software von OBS. Weil bei mir selber laggt es zwar nicht, aber OBS hat anscheinend da Probleme, obwohl ich eine klitzekleine Monitoraufnahme mache. Statt Gameaufnahme, habe ich ganz vergessen umzustellen. Aber nun gut, es ist halt so, wenn man Live-Let's Plays macht, aufnimmt. Übrigens, hier kann ich runterfallen, wollte ich nur mal sagen.
aber wir nehmen natürlich den Fahrstuhl. Alles automatisch in dieser Welt. Meine Drohne, die fliegt irgendwo oben mit. Erste Etage, Damenunterwäsche. Herzlichen Dank für Ihren Einkauf. Beehren Sie uns bald wieder. Bam, bum, bum. Oh, hast du jetzt auch mal so in den Fahrstühlen, dass die so lange dauern? Buh. Übrigens, minus 37 Grad und es regnet leicht. Ich würde sagen, das ist Schnee, aber gut, lassen wir das Spiel mal im Glauben, das wäre Regen. Regen und Schnee liegen ja nicht ganz weit auseinander. Es sind halt nur ihre Aggregatzustände, die da ein bisschen für klitzekleine Unterschiede sorgen. So, hier haben wir mal eine Kiste. Ah, Blueprint! Was ist das? Und das? Danke. Will ich nicht. Und tschüss. Das Tolle ist, sobald man die Kiste aufmacht, verschwindet sie. So. Ich glaube, hier wird auch nichts sein. Ich gucke jetzt hier einfach mal hinter. In der Hoffnung, dass da was wäre. Aber nein, da ist natürlich nichts. Warum auch? Ist natürlich ganz vorteilhaft. Ja, wenn es bei euch auf YouTube auch laggen sollte, dann ja, merke ich das beim Video. Dann möchte ich mich aber ganz ehrlich dabei entschuldigen. Wie gesagt, das ist dann keine Absicht. Das liegt dann wahrscheinlich dann gleichzeitig am Livestream. Und hier die Texturen sind wirklich sehr, 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 sehr pixelig. Doch, wenn ihr das gerade so sehe, muss ich wirklich mal sagen, das ist, ja, sagen wir es mal so, ein bisschen noch Feintuning links und rechts, dann könnte man vielleicht eine Minecraft-Texture-Pack nehmen. Aber gut. Ah, da sind wir schon wieder am Ende der Anomalie. Aber hier muss da noch irgendwo eine Kiste nur noch. Waren ja echt nur zwei Kisten, das ist traurig. Das ist wirklich, ja, und dann auch nur noch Wasser und Stein und Stock und so, ne? Stock und Hut steht ihm gut. Lalalala. Ach, mein Hänschen weint so sehr, hat ja nun kein Fränzchen mehr. Ah, ne, ging anders, egal. So, hier wollen wir noch lernen. Und hier auch lernen. Da versucht man sich jetzt mal eine Waffe herzustellen und dann sowas. Und auch hier kann ich nicht runterspringen, möchte ich nur kurz erwähnen. So, aber es wird jetzt langsam Tag. Und ich baue dann doch mal die lieben netten Steine davon ab, die ich da irgendwo gesehen hatte, die so schön geleuchtet haben im Dunkeln. Hier, genau, diese. Diese lieben netten Steine. Eisenerz 13 Stück, die kann man mal schnell abbauen. Das ist ja alles kein Problem. Das ist ja mal locker schlockig von der Hand. Oh, locker flockig so. Schlacker die Flacker die Wacker. So. Gut. Alles wunderbar. Haben wir jetzt hier wieder 13 Erze, mit denen wir dann wieder irgendwas anstellen können. Bloß nicht wissen was. Also wir können natürlich unsere ganzen Sachen bei weitem aus verstärken und so. Und das ist alles nicht das Ding. So, muss ich aber erstmal das ganze Inventar wieder umswitchen. Wartet, wartet, wartet. Minus.mn. Ha! Ha! Und rüber, dann habe ich wieder Gewicht. Ich kann jetzt übrigens 51 Kilo tragen, aber werde bald sterben in 3 bis 4 Jahren. Mhm. Ja, naja. Oh, das sieht schön aus. Das sieht schön aus, wenn man das hier richtig schön... dann mit den Vögeln. Oh, kann man das Interface ausblenden? Bildschön. Kaninchen. Kaninchen weg. Ich finde, der Baum bringt doch so eine gewisse Tarnung mit sich, oder? Aber hier fehlt es wirklich so ein bisschen, ich sag mal, an Natur. Aber okay, gut, das Spiel ist frisch rausgekommen. Man soll jetzt hier nicht zu viel erwarten. Es ist immer noch Early Access. Brennen wir mal hier das Feuer. Oh, das Feuer sieht auch ganz schön fix. Es
fällt mir jetzt erst so auf, dass das alles so teilweise doch noch Texturen sind, die sehr, ich sag jetzt mal, schwammig. 1, 2, 3, 4, 5. So. Aber was soll man machen? So, die Asche nehmen wir mal rüber. Und dann können wir jetzt eigentlich anfangen mit Craften. So. Oh. Ah, schade. Ich dachte gerade, jetzt kriegt er hier gerade richtig einen Hänger. So, das heißt, da können wir das reinmachen, wenn das dann brennt. Ah, halt, Moment. Ah, genau. So. Jetzt wollen wir Schäft machen. Wenn wir jetzt einen Schäft machen, können wir den ja aus... eigentlich handelsüblichen Eisen machen. Das Problem ist bloß, ich habe jetzt noch kein Eisen. Das habe ich nämlich hier. Gut. Probieren wir es jetzt nochmal. So, jetzt wollen wir hier einen Schäft machen. Das geht nur damit. Ein Handle. Wenn ich da jetzt den reinpacke. Any Hammer. Okay. Wenn ich mir jetzt eine Waffe mache. Ein Knife zum Beispiel. Brauche ich ein... Ah, okay. Also, ich brauche ein Handle, ein Head, ein Blade. Okay, ein Blade brauche ich. Dann machen wir es mal. Jetzt haben wir ein Blade. Jetzt kann ich noch einen Shaft machen. Ne? Das ist mal... Jetzt mache ich hier noch einen Shaft. Shaft, 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 Shaft. Ich habe doch hier Holz normalerweise. Brauche ich Holz? Ich habe doch hier Stöckchen gehabt. Ah, wartet. Nee, wartet, 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 wartet. So. Kriege ich's? Ja, ja, komm, komm, komm. Ja, ich hatte es doch gerade. Ja, blödes Ding. Nein. Uah, fail. So, jetzt lade mir das, komm. Hier macht das jetzt. Genau, und hier nehme ich das Holz jetzt mal raus, weil das brauche ich nämlich für den Chef. Machen wir uns jetzt den Chef. Und daraus machen wir dann jetzt mit der Waffe. Mit dem Knife. Habe ich noch ein Seil? Was? Seil? Doch, Seil habe ich noch. Boah, es wird ein episches Messer. Knife Iron. Ein Iron Knife. Yay! Wir haben ein Eisenmesser. Ich weiß nicht, ob es jetzt mehr Schaden macht. Können wir jetzt gleich mal gucken. Wartet. Inventory. Inventory. Holen wir das Messer da raus. Ach nein. So, Iron Knife. Quality 10. Iron Repair. Na gut, legen wir es trotzdem an. Gucken wir nochmal schnell, wie viel Schaden macht denn dieses Messer. Wir haben hier bestimmt irgendwo einen kleinen Krebs oder so, ha? Da. Müsste ja jetzt eigentlich bei weitem mehr Schaden machen. What the... Jo, macht das jetzt mehr Schaden oder nicht? Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Ich nehme jedenfalls mal das Fleisch auf. Wir werden das beobachten, sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.